Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mal eine PvP-Variante von Minecraft Skywars. Wir gucken mal, wie viele Leute auf dem Server sind. Okay, das bringt nicht wirklich was, heute Skywars zu spielen. Leute, ich bin sofort wieder da. Jetzt sind nämlich 4 Leute auf dem Server. Das bringt echt nichts. Achso, ne, es sind mehr auf dem Server, okay. Ja, ich habe mich schon gewundert. So, wo geht da rein? Wir gucken mal. Hier gehen wir rein. Jetzt warten wir auf Leute. Ja. Kann sein, dass er jetzt Bock hat reinzukommen oder nicht. In der Zeit können wir nochmal unsere PvP-Skills beweisen. Okay. Ja, Anderson. Okay, jetzt ist ein zweiter Spieler online, aber es joinen jetzt 3, aber irgendwie geht der Timer noch nicht los. Ja, komisch. Als würde das hier hängen. Oh, Swagger. Check, check, Swagger. Yolo, Swagger. Jetzt sind, jetzt, der Server hat geleckt, seht ihr? Jetzt sind es auf einmal noch 25 Sekunden, 30, von 90. Sag schon, der Server. Normalerweise, wenn der zweite Spieler reingejoint ist, meint ihr, ich schaffe es noch bis ungefähr oben? Wenn ich 90 hängen bleibe, ja. Ja, okay. Ich habe es bis zu der Insel geschafft. So. Das ist eine lustige Sache. Es ist keine Team-Variante. Es ist ja sowieso selten bei Skywars so, dass es mit Team ist. Das sind ja meistens mal alle gegen alle. Und dadurch, dass wir noch auf dem Gommes-Server spielen, nicht auf dem Gommes-Server spielen, sondern auf einem ganz normalen, ist das dann meistens immer der... Hi. No, ich lass dich nicht. Ja, nein, mies, aber der hat geleckt, deswegen. Ich habe nicht mehr mitbekommen, wann der geschossen hat. Nicht wann er geschossen hat, sondern wann der. Mal gucken, was in der Kiste drin ist, wenn wir rankommen. Wer hat mich denn gerade eben umgebracht? Guck mal. Der hat mich umgebracht, der, oder? Oder hat der. Nee. Der hat mich umgebracht, da. Der hat mich umgebracht. Wie heißt der? Ne? Der. Naja. Der hat mich umgebracht. Da waren wir. Gut, Leute. Dann gehen wir direkt mal in die nächste Runde. Slash. Ha. Ja. Ja. Jetzt müssen wir auf Spieler warten. Weil alle anderen hier mal 4, 8 und 10. Spieler plus wir beide sind 12 Spieler und hier diese Pac-Man-Runde wird gerade benutzt, das heißt, wir gehen mal in den Temple und dann gucken wir mal, weil es ist noch 14 Uhr, Leute. Es ist 14 Uhr, da ist es ganz normal, dass die Server nicht so voll sind. Ja, und da springen wir direkt erstmal gegen die Wand und sterben auch erstmal direkt. Das ist super. Eigentlich bin ich, wie gesagt, was war da gerade mit meiner Maus los? Das war ein lustiger Bug gerade mit meiner Maus. Komisch, ich springe genau dann, wann ich springen muss, und es klappt nicht. Jetzt hat es geklappt. Jetzt gehen wir hier auf den Amboss, dann hier rauf, hier rauf, hier rauf, hier rauf, und dann jumpen wir hier rauf. Das war knapp. Ey, da kann man auch rein. Nice, da ist der Riesenscheiße. Und da kann man auch drauf. Wisst ihr, was ich jetzt mal versuche? Hier oben rauszukommen, weil es ist echt hier nichts los. Also wir können gerne hier ein bisschen Jump and Run spielen, ein bisschen Try Jump. Oh, nice, jetzt bin ich zurück. Wie viele Blöcke sind das denn von hier aus?
1. 1, 2, 3, 4. Und von da oben aus sind das 4, 5. Das sind 6 Blöcke. Das heißt, ich müsste 4 Blöcke höher sein als das, um da hinten drauf zu kommen, weil das sind hier so 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Selbst von hier aus würde ich das, wenn das da wäre, nicht schaffen. Das ist schon ein Problem. Aber da steht auch was drauf, sehe ich gerade. Was steht denn da? Achso, ja, ich sehe es. Leute, eigentlich kann man auf Kisten ja nicht sneaken, ne? Es gibt aber einen Trick, wie man doch auf Kisten sneaken kann. Und zwar, ups, jetzt hat es nicht geklappt. Aber normalerweise, wenn man genau an der Ecke ist, dann wird man immer zurückgepackt. Also. Okay, Leute, wir gehen wieder gleich ab. Also, hier ist anscheinend nichts los. Wir gucken jetzt mal, auf welchem Server was los ist. Die ganzen Server sind belegt. Seht ihr das? Da. Da. Oh, das war knapp, Alter. 8 Sekunden, da ist losgegangen. Ich versuche jetzt noch bis auf die Insel zu kommen. Ja. Und ich sterbe, sterbe. Geil. Was ist das für eine Welt? Ja, das ist. Achso, das ist die Welt. Ja, die ist nice. Dann gucken wir mal zu. Da bin ich eigentlich immer derjenige, der campt und erstmal auch Holz abbaut. Das ist ja normal bei denen rum, dass man Holz abbaut, um sich ein paar Sachen so zu bauen. Und dann gehen wir gleich hier unten rein. Nice, jetzt haben wir drei Pfeiler. Nice, zwei, du Spast. Der hat uns ein paar Herzen abgezogen, aber das juckt uns ja nicht. Weil mit zwei Pfeilen kann er uns nicht umbringen. Deswegen juckt uns das nicht. Uns das nicht. Nice, da ist gerade anscheinend der Block runtergebackt. Und da ist anscheinend der Block gerade eben despawned. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Machen wir zu, damit wir hören, falls jemand kommt. Holen uns. Erstmal hier die. Wow! Machen wir erstmal hier die Lava zu. So. Lava ist zu. Holen uns ein bisschen Stein hier. Kann man Kohle mit einer Holzspitzhacke abbauen? Nee, ne? Doch. Nein. Ist auch schon einer gestorben. Sehe ich gerade. Das ist ganz lustig. Weisen kann man nicht damit abbauen. Gut. So, wir brauchen noch drei Steine. Und noch einen gestorben. Nice. Jetzt. Ich habe da jemanden gehört, Leute. Jo. Wer hat mich getötet? Gemma. Der hat sich darüber gebaut. Da ist der Hure drin. Das Lustige ist, wir hatten Low Ground, Leute. Hattet ihr das gemerkt? Aber okay, die Runde ist jetzt sowieso zu Ende. Wir hatten zwei Runden. Naja. Kann man nichts machen. Slash hop. Kann man echt nichts machen, weil wir können jetzt nicht nochmal 30 Minuten auf das Spiel warten. Deswegen sage ich mal so. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Okay, das hat sich nichts gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Falls ihr mehr von so einem Schlüssel sehen wollt, lasst natürlich auch eine Bewertung da und schreibt es in die Kommentare. Und
Und ja, Leute, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Dann wisst ihr auch immer, wann ich neue Videos hochlade. Und dann kriegt ihr auch mal ein SMS davon, wenn ihr den SMS-Button anschaltet. Und zeigt diesen Kanal euren Freunden, Verwandten und Familien, mit denen ich natürlich auch abonnieren können und natürlich auch meine Videos sehen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss, bis dann.